Jair Bolsonaro wird häufig als Donald Trump Brasiliens bezeichnet. Der rechtsextreme Politiker hat gute Chancen, die erste Runde der Präsidentschaftswahl in Brasilien am Sonntag zu gewinnen. In jüngsten Umfragen liegt Bolsonaro bei 35% und damit 13 Prozentpunkte vor dem Linkskandidaten Fernando Haddad. Im Wahlkampf ist Bolsonaro immer wieder mit rassistischen, frauenfeindlichen und homophoben Äußerungen aufgefallen. Zudem schwelgt er gerne in Nostalgie für die Militärdiktatur der Jahre 1964 bis 1985. Die Umfragen zeigen, dass in der Mittelschicht bis zu 50% für Bolsonaro stimmen wollen. Diese Mitte-Rechts-Wähler, die in der Vergangenheit für die Sozialdemokraten gestimmt haben, haben sich radikalisiert und unterstützen Bolsonaro. Nicht wegen seiner Ideen, nicht für sein Programm, sondern aus Ablehnung der Linken, der Arbeiterpartei PT und Dirigismus. Bei einem Wahlkampfauftritt Anfang September wurde Bolsonaro bei einem Messerangriff verletzt. Er überlebte die Attacke und stieg weiter in der Wählergunst. In einer Stichwahl würde Bolsonaro laut Umfragen äußerst knapp gewinnen. Der Abstand zu seinem Konkurrenten liegt allerdings innerhalb des Fehlerbereichs der Umfrage.